ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska. Guten Abend. Ab heute erleben Sie die Tagesthemen in neuen Dimensionen. Wir legen an 4 Tagen die Woche 5 Minuten drauf und senden 35 Minuten, die nun Platz lassen für Nachrichten, die sonst zurückstehen hinter der Weltpolitik. Denn die Weltpolitik drängt sich auch heute wieder auf die vorderen Plätze, weil das, was gerade in der amerikanischen Stadt Kenosha im Bundesstaat Wisconsin geschieht, könnte die Präsidentschaftswahl im November beeinflussen, wenn nicht gar entscheiden. Je mehr Gewalt in den Städten ausbreche, desto größer sei seine Chance auf Wiederwahl, hat eine langjährige Beraterin des Präsidenten unumwunden gesagt. Und deshalb kam Donald Trump heute nach Kenosha, in eine Stadt, in der es viel Gewalt gegeben hat und mehrere Tote. Der Präsident kam hierher, um den Polizisten beizustehen, aber nicht den Familien der Opfer. Stefan Niemann. Nach Tagen der Unruhe, gewaltsamer Proteste und Trauer wappnet sich Kenosha für den umstrittenen Trump-Besuch. Der für sein Polarisieren bekannte Präsident ist hier nicht bei allen willkommen. Seine treuen Anhänger und die Aktivisten der Black Lives Matter-Bewegung von der Polizei getrennt. Viele fürchten, der Wahlkämpfer aus dem Weißen Haus wolle hier erneut Öl ins Feuer schütten. Ich denke, Trump will hier nur die ohnehin kaputte Atmosphäre stören. Kaum jemand spaltet diese Stadt so wie er. Amerika ist zerrissen, geht durch eine enorme Krise. Schon wieder. Es geht erneut um Amerikas Geburtssünde, den Rassismus. Es sind doch die Demokraten, die Chaos verursachen. Wir fühlen uns nicht mehr sicher, wenn wir ein Trump-Schild vor unser Haus stellen. Wenn du Trump erwähnst, drohen sie mit Prügel. Die wütenden Black Lives Matter-Proteste in Kenosha hatten sich entzündet, nachdem der Familienvater Jacob Blake am 23. August von Polizisten mehrfach in den Rücken geschossen und schwer verletzt worden war. Präsident Trump wird die Familie nicht treffen, weil diese auf das Beisein eines Anwalts bestand. Wir haben diesem orangen Mann nichts zu sagen. Er soll sich mit seiner Respektlosigkeit von unserer Familie fernhalten. Wir brauchen einen anderen Präsidenten, der unser Land einigt. Joe Biden will bald dieser Präsident sein. Der demokratische Herausforderer wirft Trump vor, aus wahltaktischen Gründen Hass und Gewalt zu schüren. Es wüten Brände und dieser Präsident facht die Flammen an, anstatt sie zu bekämpfen. Demonstrativ besucht Trump heute Opfer von Brandstiftung und Vandalismus. Er verspricht Hilfe, will als Law and Order Präsident wiedergewählt werden. Nicht weit davon entfernt gedenken die Bürger der beiden Opfer eines 17-Jährigen. Der Trump-Anhänger gehört zu einer Bürgerwehr, die bei einer Antirassismus-Demo mit Gewehren aufgetaucht war. Der Präsident spekuliert öffentlich, die tödlichen Schüsse seien wohl in Notwehr gefallen. Die wahren Schuldigen sieht Trump woanders. Kenosha habe politisch motivierten Terror erlebt. Um die politische Gewalt zu stoppen, müssen wir der radikalen Ideologie entgegentreten. Rücksichtslose radikale Linke verbreiten weiter die zerstörerische Botschaft, unsere Nation, unsere Polizei sei gewaltsam oder rassistisch. Im Kern leugnet Trump, dass Amerika ein Rassismusproblem hat. Das dürfte für zusätzlichen Zündstoff sorgen, in Kenosha und im Rest des Landes. Verena Bünden ist in Kenosha, in der Stadt, in der Donald Trump vor 2 Stunden gelandet ist und die er offenbar gerade schon wieder verlassen hat. Verena, wie wurde der Präsident in dieser aufgewühlten Stadt empfangen? Präsident Trumps etwa 2-stündiger Besuch hier, der ist überwiegend harmonisch verlaufen. Er ist bejubelt worden von einigen 100 Trump-Befürwortern entlang der Strecke. Es waren deutlich weniger Gegendemonstranten da und hinter mir erlebt man gerade einen seltenen Moment, nämlich den, wo die beiden Lager einmal miteinander sprechen, also die Trump-Gegner und die schwarzen Black Lives Matter-Aktivisten. Das kommt nicht allzu oft vor. Es ist überraschend gewesen, dass es eben nicht zu einer organisierten, großen, kritischen Gegendemonstration gekommen ist. Aber das hat einen Grund, nämlich der Bürgerrichter Jesse Jackson, aber auch die Blake-Familie haben bewusst dazu aufgefordert, dem Besuch von Trump fernzubleiben. Sie haben gesagt, wir wollen nicht die Bilder liefern, die Trump erwartet und die dann am Ende wieder in ein aufgeheiztes Gegenüber ausarten, sondern wir wollen uns nicht benutzen lassen für Trumps Wahlkampfstrategie.
Setzen denn die Trump-Gegner ihre Hoffnung in den demokratischen Kandidaten Joe Biden? Wir haben seinen Auftritt gesehen. Trauen Sie ihm zu, diese aufgepeitschte Stimmung in Städten wie in Kenosha wieder beruhigen zu können? Naja, Ruhe ist ja nicht das, worum es den Menschen hier geht, den betroffenen schwarzen Amerikanern. Sie wollen dauerhaften Wandel, nicht nur Ruhe. Und da sind vor allen Dingen die jungen Aktivisten sehr kritisch Joe Biden gegenüber und sagen, der hat nicht viel Wirkliches für uns getan. Die haben da keine großen Erwartungen und sehen vielmehr, dass Trump sich so eindeutig für eine Seite entschieden hat. Eben Rassismus und ihre Nöte ignoriert, sondern ganz eindeutig auf die Gewalt fokussiert, auf die Polizei. Und vor dem Hintergrund sagen sie, jeder ist besser als Trump, auch Biden. Aber eine wirkliche Hoffnung in Biden oder eine wirkliche Euphorie, die habe ich hier nicht gespürt. Danke für Ihre Eindrücke, Verena Bünden in Kenosha. Ja, und ich habe es zum Anfang der Sendung bereits erwähnt. Ab heute begeben wir uns regelmäßig, das heißt viermal in der Woche aufs Land und vergessen natürlich die Städte dabei auch nicht. Tagesthemen mittendrin wird sich abseits der tagesaktuellen Hektik Zeit dafür nehmen, genauer und ausgeruhter hinzuschauen, was die Menschen zwischen Meer und Alpen bedrückt, sie ärgert oder wo sie Lösungen gefunden haben. Heute sind wir mittendrin in Artern, einer Stadt in Thüringen, in der sich das Wasser nicht nur vom Acker gemacht hat. Artern ist der trockenste Ort Deutschlands, wenn man die Messungen der Meteorologen zum Maßstab nimmt. Ein Rekord, der alles andere als zum Jubeln ist und der nicht nur Bauern und Gärtner besorgt. Matthias Koch. Es ist der dritte Trockensommer in Artern. Schon 2018 regnete es hier so wenig wie in der mongolischen Steppe. 40% der Bäume haben Trockenschäden. Der Ort liegt in der Goldenen Aue, eigentlich ein fruchtbares Gebiet. Doch in diesem Sommer glänzt hier nichts mehr. Der Boden ist metertief ausgetrocknet. Und der Topf immer noch leer. Wenn Meteorologe Florian Engelmann alle paar Tage reinschaut, weiß er derzeit, was ihn erwartet, nämlich nichts. Nee, leider nicht. Wieder kein Niederschlag im Topf. Wir sind auf der Wetterstation des Deutschen Wetterdienstes in Artern. Hier werden die Niederschläge gemessen. Dunkle Wolken am Himmel, doch die bringen meist nichts. Im Niederschlagsmesstopf sammelt sich sonst Regenwasser. Aber immer länger bleibt er trocken, auch wenn es in den letzten Tagen mal ein paar Millimeter geregnet hat. Geregnet hat es tatsächlich häufiger mal, auch hier in Artern. Allerdings sind das immer Mengen, die sind so geringfügig, davon hat der Boden nicht viel. Dann kommt der Wind noch dazu und trocknet das sofort wieder weg. Es hat noch nie viel geregnet hier, aber in den letzten Jahren immer weniger. In keiner anderen der 2000 Messstationen des Deutschen Wetterdienstes wird so wenig Niederschlag gemessen wie in Artern. Die Trockenheit im ganzen Land wird hier noch durch die besondere Lage verstärkt. Das heißt, der Harz, Thüringer Wald, aber teilweise auch, wie hier sichtbar, die Hainleite mit dem Kyffhäuser, dass solche kleinen Gebirgszüge oder halt die eben schon erwähnten Mittelgebirge dann auch vieles von dem Niederschlag abfangen und entsprechend dann in Artern weniger ankommt. Der Boden rund um Artern ist fruchtbar, eigentlich ein Paradies, auch für Kleingärtner. Hunderte Gärten liegen am Rand der kleinen Stadt, doch die Besitzer stöhnen über die Trockenheit. Wolfgang Ziervogel musste früher nur zweimal in der Woche gießen. Jetzt kommt er kaum noch hinterher bei Bohnen, Tomaten und Erdbeeren. Das sind ja am Tag 200 Liter ungefähr, wenn man den ganzen Garten gießt. Wenn man das nachher so auf eine Trinkwasseranleitung nimmt, bis jetzt darf man es noch nehmen. Aber das kommt bestimmt mal, dass man es dann nicht mehr nehmen kann. Einige haben Brunnen, doch das reicht nicht. Auch Nachbarin Roswitha Krause muss mit Trinkwasser nachhelfen. Und das kostet. Aber wenn man es ein bisschen grün haben will und nicht alles vertrocknen lassen will, muss man es machen. Nützt ja alles nicht, oder? Richtig ins Geld geht die Trockenheit in der Landwirtschaft. Beatrix Kummer ist Chefin der Agrar- und Handels GmbH, einst eine LPG. 23 Mitarbeiter bewirtschaften etwa 3000 Hektar. Es geht raus zu den Feldern. Gerade wurde der Weizen geerntet, wieder mit 30% Ausfall. Das hat sich im letzten Jahr schon angekündigt. Und dieses Jahr zur Ernte haben wir also einmal gesehen, was vertrocknet ist, beziehungsweise wie auch die Mäuse schon einen ganzen Teil der Feldfrüchte abgefressen hatten, gerade im Getreidebereich. Die Nager sind ein ernstes Problem. Milde Winter, keine Nässe, ideale Lebensbedingungen. Sie vermehren sich massenweise. Der ganze Ackerboden ist durchlöchert. Als die Felder abgeerntet waren, konnte man das ganz deutlich sehen. Die ziehen das dann hier so rein und dann sieht man auch, die sind belaufen. Hier, die sehen jetzt so ein bisschen ruhend aus.
als ob hier nichts ist. Aber das ist wirklich nur die Ruhe vorm Sturm, denn sie sind definitiv nicht weg. Auf der anderen Seite wird gerade Raps ausgesät. Wenn aus den Samen in den nächsten Wochen keine Pflänzchen werden, weil es nicht regnet, muss das ganze Feld umgepflügt werden, ein Totalverlust. Und wenn der Raps doch sprießt, sei das für die Mäuse eine Einladung zum Fressen, sagt Beatrix Kummer. Thorsten Blümel ist der Bürgermeister in Artern. Er erzählt uns, dass der Boden hier bis auf 2 Metern Tiefe trocken ist. Wir haben jetzt starke Probleme, was Bäume betrifft. Also auf dem Friedhof sind in den letzten 2-3 Jahren rund 80% der Nadelbäume dadurch, dass kein Wasser da war, eingegangen. Jetzt als nächstes haben wir Probleme mit Birken. Wird langsam auch massiv. Das sind so, ich sag mal, die Grundprobleme, die wir haben momentan als Stadt. Das hier war lange die Lebensader der Region, die Unstrut. Bauern brachten auf Kähnen Rüben zur Zuckerfabrik. Das Wasser machte Äcker und Wiesen fruchtbar. Schon zu DDR-Zeiten, als die Stauwehre verschwanden, wurde es ringsum trockener. Heinz Krolle kennt als Angler alle Gewässer hier. Er beobachtet mit Sorge, wie die Trockenheit der letzten Jahre alles noch schlimmer macht und zeigt uns das an einem Altarm der Unstrut. Früher war er mit seinen Kindern hier zum Angeln. Es gab Karpfen bis zu 1 Meter lang. Doch schon der erste schlimme Dürresommer 2018 brachte Unheil. Für die Fische heißt das, warmes Wasser, viel Krautwuchs, Sauerstoff fehlt, verenden. Die Muscheln sehen Sie hier, alle verendet. Was jetzt nur helfen könnte, wäre ein wochenlanger Landregen, sagen die Artaner, mittendrin in Deutschland. Ein Wunsch, den sie wohl mit vielen anderen Regionen teilen. Und über den wir sprechen wollen mit einem, der weiß, was es bedeutet, wenn Wasser knapp wird. Der Hydrologe Dietrich Borchert vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Magdeburg. Heute ist er in Kassel. Guten Abend, Herr Borchert. Guten Abend, Frau Mioska. Wir haben gerade gesehen, die Böden sind deutlich zu trocken und die Artener wünschen sich einen wochenlangen Landregen. Wenn der käme, wäre dann wieder alles gut? Dann wäre zumindest den oberen Bodenschichten erst einmal geholfen und damit den Pflanzen, die dort ihr Wasser bekommen, also Gräser, die Gartenpflanzen, die wir gesehen haben, Sträuchern. Aber der tiefere Boden oder das Recht der Grund für das Grundwasser würde das noch überhaupt keine Entlastung bringen und auch dort gar nicht ankommen. Was heißt das für die Bäume und für den Wald? Das bedeutet, dass der Wasserstress, unter dem die Wälder jetzt in vielen Regionen Deutschlands leiden, weitergeht und sozusagen weiter gereicht wird von einem Jahr in das nächste. Und dasselbe gilt auch für die tieferen Grundwasserstockwerke, aus denen wir unter anderem unser Trinkwasser beziehen. Das heißt, Sie rechnen auch damit, dass die trockenen Sommer, die wir jetzt schon das 3. Jahr in Folge erleben, weitergehen? Ja, weil am Ende geht es ja um ein Saldo dessen, was wir an Wasser bekommen, was sich auch als Grundwasser neu bildet und was wir nutzen und was wir jetzt in den letzten Jahren, 3 Jahren insbesondere gesehen haben. Aber wenn wir auf die Abflüsse der Oberflächengewässer der Flüsse gucken, schon etwas länger sehen, ist, dass dieses Defizit in der Wasserbilanz in jedem Jahr vorhanden ist und sich dadurch quasi wie in einer Zeitreihe aufbaut. Wird dann irgendwann auch unser Trinkwasser knapp? Das wird erstmal flächendeckend in Deutschland nicht knapp, weil wir trotz allem in Deutschland, wenn wir die Gesamtjahreswasserbilanz anschauen, immer noch ein wasserreiches Land sind. Von dem jährlichen verfügbaren Wasserdargebot, das da ist, nutzen wir in der Summe für alle Wassernutzungen und nur 13% rund. Aber die Frage, ob das Trinkwasser knapp wird, ist dann eine regionale Frage, weil die Trinkwasserversorgung in Deutschland sehr unterschiedlich aufgestellt ist. Wir haben kleine Wasserversorgungsunternehmen regional, oft auch in kommunaler Hand. Wir haben aber auch große Wasserspeicher, wie zum Beispiel den Bodensee, den größten Grundwasserspeicher in Deutschland, aus dem Trinkwasser gewonnen wird. Und wir haben dann Talsperrenverbünde, Fernwasserversorgung, die zum Beispiel vom Harz bis nach Bremen reicht. Also das ist eine regional sehr unterschiedlich zu beantwortende Frage. Aber wie könnte die Versorgung in der Zukunft aussehen, wenn mit der Erderwärmung der Wasserbedarf steigt? Droht dann eine Art Verteilungskampf ums Wasser? Also erstmal ist es so, dass wir die Wasserversorgungssysteme, die wir haben, sie sind ja im Grunde genommen auf den Erfahrungen der Vergangenheit gebaut worden, dimensioniert worden, einem Stresstest unterziehen müssen. Nämlich die Frage ist und funktionieren diese Wasserversorgungssysteme auch dann noch, wenn Jahre wie 2018, 2019, auch 2020
in vielleicht 10, 20, 30 Jahren Normaljahre sind. Und das ist genau das, was wir zu erwarten haben, wenn es uns gelingt, die globale Erderwärmung auf dieses Klimaziel von 1,5 oder 2 Grad, wie es in Paris vereinbart wurde, tatsächlich begrenzen können. Und damit ist diese Herausforderung gestellt. Und Wassernutzungskonflikte haben wir deswegen zu erwarten, weil Wasserbedarf auch in anderen Sektoren steigt, unter anderem in der Landwirtschaft. Und schließlich müssen wir auch bedenken, das deutet sich auch gerade in dem Beitrag an, die Klimawandelfolgen bezogen auf Wasser sind nicht nur eine Quantitäts-, sondern vor allen Dingen auch eine Qualitätsfrage. Das heißt auch, das Rohwasser, das wir zur Trinkwasseraufbereitung gewinnen, droht in seiner Qualität sich weiter zu verschlechtern. Das ist ja ein Problem, das wir nur allzu lange schon kennen. Was machen wir denn dagegen? Heißt das, wir brauchen eine Art Wasserplan, eine Wasserstrategie fürs ganze Land? Ja, wir brauchen eine solche Wasserstrategie, weil es darum geht, sich diesen geänderten Randbedingungen zu stellen. Wir müssen erstens akzeptieren, dass der Klimawandel bei uns angekommen ist. Die Folgen, die er jetzt zeigt und gerade in den jüngsten Jahren zeigt, sind eigentlich exakt das, was wir wissenschaftlich erwarten. Es scheint sogar etwas schneller zu kommen, als wir ursprünglich angenommen haben. Und wir bekommen das andere Problem oder dasselbe Problem aufgrund der zunehmenden Extreme auch auf der anderen Seite, mit anderen Worten in Bezug auf das Hochwasser und die Hochwassersituation, die uns ja schon ein wenig in Vergessenheit geraten. Aber vor dieser Trockenperiode haben wir es vor allen Dingen mit den Jahrhunderthochwässern auch in Deutschland, im Elbe- und Rhein- und Donaueinzugsgebiet zu tun gehabt. Vielleicht noch ganz schnell, wie könnte die Strategie aussehen? Eine Art vorausschauende Strategie wahrscheinlich, um die künftige Wasserknappheit zu verhindern. Auf jeden Fall. Eine solche Strategie muss im Wesentlichen zwei Elemente haben. Sie muss beinhalten, wie gehen wir mit solchen Extremsituationen, mit solchen Krisensituationen um, und zwar vorsorgend. Und wir brauchen sozusagen Krisenpläne für den Fall und für die Situation, wenn wir es mit solchen Extremen wie jetzt zu tun haben, einschließlich der vorausschauenden Lösung dieser Nutzungskonflikte. Und wir brauchen Langfriststrategien, die darauf abzielt, wie stellen wir uns denn auf den Zeithorizonten von Jahrzehnten auf diese Veränderungen ein, damit wir uns möglichst effizient anpassen. Maßnahmen, die wir längst hätten treffen können. Danke, Dietrich Bortert, das sagt der Hydrologe vom Umweltinstitut, vom Helmholtz-Institut. Danke Ihnen für Ihre Einschätzung und Ihre Expertise. So, und jetzt können Sie uns helfen, wenn Sie einen Fall haben für unser Tagesthemen mittendrin-Team, also ein Thema, das Ihre Region beschäftigt, dann schreiben Sie uns gern. Wir erwarten Ihre Mail unter mein-thema@tagesthemen.de. Hätte der Finanzminister einen der größten deutschen Betrugsfälle verhindern können oder wenigstens diejenigen stoppen, die gezockt, geblufft haben, im Verdacht der Geldwäsche stehen, das ganze Programm. Die Firma Wirecard, ein DAX-Unternehmen, das mit Online-Bezahldiensten groß geworden ist, bestand seit Jahren offenbar zum großen Teil nur noch aus Luftbuchungen. Als das öffentlich wurde, gab Olaf Scholz den Aufklärer, doch wird ein Bundestagsuntersuchungsausschuss wohl klären sollen, ob die Bundesregierung das Unternehmen vielleicht zu lasch angefasst hat. Immerhin warb die Bundeskanzlerin noch im vergangenen September bei einer China-Reise für Wirecard. Tom Schneider berichtet. Es geht, wie könnte es anders sein, um Drähte im Fall Wirecard. Wire, das englische Wort für Draht, steckt ja nun auch im Firmennamen. Und es scheint, als hätten einige in der Politik das mit den Drähten sehr wörtlich genommen. Im Kanzleramt zum Beispiel hatten sie im vergangenen Jahr ein besonderes Ohr für ihn. Karl Theodor zu Guttenberg, Ex-Minister, platziert inzwischen gegen Geld Firmenanliegen als Lobbyist, auch für Wirecard. Nur ein Beispiel, warum die Grünen heute sagen: Wir mussten feststellen, einen echten Abgrund beim Thema Lobbyismus beim Bundeskanzleramt. Und deswegen ist für uns heute der Tag gekommen, wo wir sagen, mit den bisherigen Instrumenten kommen wir hier nicht weiter. Wir wollen einen Untersuchungsausschuss. Der größte Bilanzskandal in bundesdeutscher Wirtschaftsgeschichte. Er wird damit endgültig zum Politikum. Dass die Chefs des einstigen Technologie-Vorzeigeunternehmens, Aufsichtsbehörden, Banken und Wirtschaftsprüfer, auch die deutsche Börse täuschen konnten, weise auf gravierende Mängel am Wirtschaftsstandort hin, räumen sogar die Regierungsfraktionen ein. Sowas darf in Deutschland eigentlich nicht passieren. Wir haben eine staatliche Regulierung, wir haben staatliche Aufsichtsorgane. Die haben leider nicht funktioniert. Das ist ein bitteres Fazit.
Doch gibt es bei einem offenbar so breiten Versagen den einen klaren Verantwortlichen? Weil es ein Finanzskandal ist, steht sein Haus deutlich im Fokus. Finanzminister Olaf Scholz wurde im Sommer von vielen im Ausschuss für seinen Aufklärungswillen gelobt. Doch hält das jetzt, wo er SPD-Kanzlerkandidat ist? Seine Genossen schließen schon mal vorsorglich die Reihen. Bei aller Diskussion um die politische Verantwortung muss eins immer wieder auch klar bleiben. Es handelt sich um bandenmäßigen Betrug, um höchst kriminelle Handlungen. Doch auch um einen Fall, bei dem seine Behörde eine nicht gerade glückliche Figur gemacht hat. Felix Hufeld, der Chef der Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin, gab den Abgeordneten am Morgen in teils geheim eingestufter Anhörung Auskunft. Die Opposition will sich noch nicht festlegen, wo sie den Untersuchungsschwerpunkt setzt. Natürlich ist auch die BaFin aus meiner Sicht nicht aus dem Feuer und ist auch das Finanzministerium nicht aus dem Feuer. Auch dort gibt es Kommunikation, die wir sehen wollen. Und auch weiterhin beim Bundeskanzleramt stellen sich Fragen. Fragen nach allerhand Drähten eben, die so eine Regierung lenken und leiten. In einem Untersuchungsausschuss sicherlich spannender Stoff für das kommende Wahljahr. Heute ist der Tag der Neuerung bei uns. Das, was wir bislang als Kommentar ausgewiesen haben, nennen wir jetzt Meinung. Ganz einfach, weil damit noch deutlicher wird, dass dies nicht die Ansicht der gesamten Tagesthemenredaktion ist, sondern die persönliche Meinung eines einzelnen Kollegen. Heute zur Aufklärung des Wirecard-Skandals die Meinung von Thomas Kreuzmann aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Offensichtlich kriminelle Manager haben mit Milliarden jonglieren können, als wären es Murmeln. Lange Zeit unbehelligt, für sie ein Kinderspiel, nur nicht so harmlos. Da ist es überfällig, dass das Parlament einen Untersuchungsausschuss zum Wirecard-Skandal einsetzen wird. Denn sämtliche sommerliche Sitzungen des Bundestagsfinanzausschusses haben große Missstände ans Tageslicht gefördert. Da wurden Bilanzen gefälscht und bei den von Wirecard fürstlich bezahlten Wirtschaftsprüfungsunternehmen gingen erst spät Alarmleuchten an. Noch später griffen die staatlichen Kontrolleure der BaFin halbwegs ernsthaft ein, obwohl es immer wieder Presseberichte über Missstände bei Wirecard gegeben hatte. Und unglaublich, die Skandalfirma konnte sich möglicherweise politische Kontakte kaufen. Der gestrauchelte Ex-Minister zu Guttenberg wurde jedenfalls im Kanzleramt für Wirecard vorstellig. So gibt man Extremisten argumentatives Futter, wenn sie Deutschland zur Bananenrepublik erklären. Nachdem tausende Wirecard-Aktionäre wegen des abgestürzten Kurses viel Geld und schon mal den zentralen Baustein ihrer Altersvorsorge verloren haben, werden sich noch mehr Bundesbürger überlegen, ob sie überhaupt in Aktien investieren sollen. Und ausländische Anleger, ob sie das bei deutschen Unternehmen tun. Union und SPD, die politisch Langzeitverantwortlichen, wollen jetzt mit allen Beteiligten Gutwilligkeit und Entschlossenheit dokumentieren. Der Untersuchungsausschuss soll Fehlverhalten klären und bei klugen gesetzgeberischen Konsequenzen helfen zur besseren Kontrolle internetbasierter Finanzfirmen. Das wird aber auch Zeit nach Jahren der Versäumnisse. Die Meinung von Thomas Kreuzmann. Die Explosion in Beirut vor genau 4 Wochen war so heftig, dass sie noch auf der 200 Kilometer entfernten Insel Zypern zu spüren war. Die Zerstörungskraft der Chemikalien, die in die Luft gingen, machte große Teile der Stadt für lange Zeit unbewohnbar. Nun geht es längst nicht mehr nur um den Wiederaufbau der zerstörten Gebäude, sondern um den politischen Umbau. Nach der Katastrophe in Beirut trat zwar die Regierung zurück, und auch wenn nun gestern sehr plötzlich ein neuer Kandidat für den Chefposten einer neuen Regierung aus dem Hut gezaubert wurde, die meisten Libanesen glauben nicht mehr an einen wirklichen Wandel. Daniel Hechler berichtet. Scherben aus den Wohnungen, Geschäften, Restaurants von Beirut. Die Hinterlassenschaft der verheerenden Explosion. Etliche Tonnen Glas sind es mittlerweile schon, die in dieser Recyclingfabrik gesäubert, erhitzt und in neue Formen gegossen werden. Dem Inhaber haben die Scherben tatsächlich Glück gebracht, nach bitteren Monaten. Jetzt boomt das Geschäft. Wegen der Wirtschaftskrise im Land mussten wir die Produktion hier für 1 Jahr und 3 Monate einstellen. Niemand wollte unsere Karaffen mehr kaufen. Wir haben alles heruntergefahren und jetzt starten wir neu durch. Nicht viele können in der Krise auch die Chancen sehen. Am Hafen laufen die Aufräumarbeiten. Der Wiederaufbau dürfte Milliarden kosten. Niemand weiß, woher sie kommen sollen.
Tausende Menschen sind um ihre Existenz gebracht. Chantal Saloum und ihr Team müssen bei Null anfangen, mit fast nichts. Sie hat ihr gesamtes Erspartes in ein Edelrestaurant investiert und alles verloren. 4 Tage vor der geplanten Eröffnung zerstörte die Explosion ihre gesamte Einrichtung. Mir schoss durch den Kopf, dass alles verloren ist, wofür ich in diesem Jahr gearbeitet habe. Sprichwörtlich, alles war weg. Auch die kleinsten Kleinigkeiten sind verschwunden. 3 Tragödien kommen im Libanon zusammen. Die schwerste Wirtschaftskrise des Landes, die Explosion am Hafen und Corona. Die Infektionszahlen steigen im Rekordtempo, weil Mindestabstand und Hygieneregeln im Chaos nach der Katastrophe plötzlich keine Rolle mehr spielten. Im Hariri-Krankenhaus spüren sie die Folgen. Hunderte Verletzte und Corona-Patienten aus zerstörten Kliniken haben sie hier aufgenommen. In der Isolierstation sind nur noch wenige Betten frei. Tests und Atemgeräte, Mangelware. Die Kliniken sind fast voll. Wir erhalten rund um die Uhr Anrufe vom Roten Kreuz. Sie wollen Patienten in die Kliniken einliefern, aber wir müssen antworten, dass sie überfüllt sind. Die Hoffnungen vieler Libanesen liegen auf Emmanuel Macron. Der französische Präsident besucht Beirut nun schon zum 2. Mal nach der Katastrophe, stellt Finanzhilfen in Aussicht im Gegenzug für grundlegende Reformen. Die aber sind bislang nicht in Sicht. Von der Politik haben sie sich längst abgewendet. Freiwillige Helfer, die die Scherben anderer zusammenkehren, sie in die Recyclingfabriken im Umland transportieren. Engagement, das hoffen lässt für eine bessere Zukunft des Libanon. Die Corona-Pandemie verursacht wohl den bisher schwersten Wirtschaftsabsturz in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Doch es könnte nicht ganz so schlimm kommen, wie anfangs befürchtet. Die Bundesregierung hat eine neue Konjunkturprognose vorgelegt. Und damit beginnt unser Nachrichtenüberblick mit Susanne Daubner. Bundeswirtschaftsminister Altmaier sagte, die Talsohle sei durchschritten. Für das laufende Jahr hatte die Regierung noch im April mit einem Wirtschaftseinbruch von 6,3% gerechnet. Jetzt soll der Rückgang nur noch bei 5,8% liegen. Im Gegenzug haben sich die Erwartungen an einen Aufschwung im kommenden Jahr abgeschwächt. Jetzt wird nicht mehr ein Wachstum von 5,2%, sondern von 4,4% vorhergesagt. Der Autozulieferer Continental will deutlich mehr Stellen streichen als geplant. Vor einem Jahr war der Abbau von 20.000 Jobs angekündigt worden. Wegen der Corona-Krise ist jetzt von 30.000 Stellen die Rede. Allein in Deutschland will das Unternehmen 13.000 Arbeitsplätze streichen. Mehr dazu jetzt von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse. Zulieferer wie Continental trifft die Corona-Krise besonders hart. Denn die Autohersteller, die ebenfalls unter Umsatzrückgängen leiden, reichen ihren Druck an die Zulieferer weiter. Continental kürzt die Kapazitäten, schließt ganze Werke, vor allem in Deutschland. Hier soll auch das Gros der neuen, noch weitreichenderen Einschnitte stattfinden. Es sollen längerfristig nun statt 7.000 sogar 13.000 Stellen wegfallen. Mehr als 1 Milliarde Euro jährlich will Continental dadurch einsparen. Die Konzernführung verweist auf das zwingend Notwendige. Die Gewerkschaften haben ihren Widerstand gegen die Pläne angekündigt. Sie sehen Corona lediglich als Vorwand, um lange verschleppte Entscheidungen im Zuge des Umbaus zur Elektromobilität durchzusetzen. Überschattet von der Corona-Krise haben heute in Potsdam die Tarifgespräche für den öffentlichen Dienst begonnen. Die Gewerkschaften fordern unter anderem 4,8% mehr Geld für die Beschäftigten von Bund und Kommunen. Diese hätten in der Pandemie viel geleistet, sagte Verdi-Chef Wernicke. Die Arbeitgeber hingegen betonten, dass gerade wegen der Pandemie die Kassen leer seien. Berlin führt eine Maskenpflicht bei Demonstrationen ein. Künftig muss bei Kundgebungen mit mehr als 100 Menschen eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Das entschied der Senat und zog damit eine Konsequenz aus den Verstößen gegen Hygienevorschriften bei den Protesten am Wochenende. Nachdem die Neuinfektionen vor einigen Wochen noch deutlich angestiegen waren, blieb die Zahl zuletzt relativ stabil. Das Robert-Koch-Institut registrierte 1.218 Fälle innerhalb eines Tages. Wenn man jemanden sehr verehrt,
würde man ihm den Tod wünschen, gleich 7-mal hintereinander auf offener Bühne. Marina Abramović, die Dame in Gold, macht genau das mit der Dame in Schwarz-Weiß. Weil die serbische Performance-Künstlerin Abramović für die Kunst der großen Colors stirbt, schlüpft sie nun in deren Rolle und ringt buchstäblich mit dem Tode in 7 verschiedenen Videos, in 7 verschiedenen Opern. Und natürlich ist das nicht nur eine Hommage an die eigentlich unsterbliche Sopranistin, sondern ein Theaterspektakel an der Bayerischen Staatsoper in München, bei dem eben sagenhaft gestorben wird, gestorben an gebrochenem Herzen. Gabi Weber. Wer würde sich freiwillig eine Würgeschlange um den Hals hängen? Ein Spiel mit dem Tod. Marina Abramović in ihrem Projekt 7 Deaths of Maria Callas. Und sie hat damit kein Problem. Vor langer Zeit hätte mich eine Schlange mal fast umgebracht. Aber ich habe keine Angst vor Schlangen. Du musst dir nur vorstellen, du bist der Baum, sodass die Schlange sich einfach um dich herumwinden kann, wie sie es möchte. Marina Abramović ist die Performance-Künstlerin schlechthin. Seit den 70er Jahren nutzt sie ihren Körper als Medium und Objekt. Im New Yorker MoMA setzte sie sich 30 Tage regungslos auf einen Stuhl und schaute den Besuchern in die Augen. Bewegende Momente. Und sie hat ein großes Vorbild, die Callas. Eine gewisse Ähnlichkeit ist unverkennbar. Es begann, als ich 14 war. Ich saß bei meiner Großmutter in der Küche während des Frühstücks und ich hörte im Radio jemanden singen. Ich stand auf und war wie elektrisiert. Mir liefen die Tränen. Die Stimme hat mich so berührt. Ich hörte Maria Callas und von da an wollte ich alles über sie wissen. Das war der Anfang. Seit mehr als 30 Jahren arbeitet sie nun an dem Callas-Projekt. Es geht um die Bühnentode, die Callas gestorben ist. Und in der Oper wird eben häufig gestorben, nur selten so spektakulär. Aus Liebe sterben ist so alt wie die Menschheit selbst. Menschen sterben aus Liebe an gebrochenen Herzen. In meinem eigenen Leben hatte ich schlimme Momente, an denen ich fast zugrunde gegangen wäre, weil ich so verliebt war. Und Maria Callas ist wirklich an gebrochenem Herzen gestorben. So sterben Norma, Tosca, Madame Butterfly auf einer Leinwand. Video, Performance und Musik werden zu einem Gesamtkunstwerk. Und der 8. Tod ist der von der Callas selbst, vereinsamt in einem Pariser Apartment. Abramovics Hommage an eine unvergessene Operndiva. Fehlt noch das Wetter und wir haben ja heute, Claudia, viel über Wasserknappheit erfahren. Werden die trockenen Böden morgen Regen bekommen? Ja, Karin Mioska, zwar nicht überall gleich viel, aber der Norden und vor allem der Süden bekommen immer mal wieder Schauer ab. Und da können einige sogar richtig kräftig sein. Heute fantastischer Blick vom Darß in Richtung Ostsee. Da sind jetzt schon Schauer unterwegs, die aus Nordosten kommen. Und es wird eben auch mit einem Tiefdruckgebiet östlich von uns und einem Hochnordwestlich von uns deutlich kühlere Luft nach Deutschland gelenkt. Erst Freitag kommt dann warme Luft, die betrifft aber vor allem die Mitte und den Süden Deutschlands. Da geht es dann richtig hoch mit den Werten. Im Norden wird man kaum was davon abbekommen. Da eher so herbstliche an die 20 Grad. Am Freitag dann 21 Grad in Hamburg, Dresden 25, Stuttgart 28 und am Oberrhein werden es sogar an die 29 Grad sein. Hält aber auch nur ein paar Tage. Die Schauer, die jetzt schon in den Nordosten ziehen, die sieht man hier bereits auf unserem Wolkenvorschaufilm. Im Süden dann morgen von Rheinland-Pfalz runter bis zum Alpenrand immer mal wieder Schauer. Zum Teil auch der kräftigeren Art. Im Nordwesten ist es am ehesten trocken mit sonnigen Abschnitten. Und hier so Richtung Mecklenburg-Vorpommern und nördliches Brandenburg, da können es örtlich sogar an die 30, 35 Liter pro Quadratmeter werden innerhalb von 24 Stunden. Die Temperaturen sinken bis morgen auf rund 14 Grad an der See. Sonst sind es meist so 9 bis 12 Grad.
Grad, wo es auflockert, auch nur einstellige Tiefstwerte. Morgen Nachmittag dann bis zu 23 Grad den Rhein entlang, wo es dauergrau ist, meist nur 16 bis 18 Grad. Und am Donnerstag kommt dann Regen aus Nordwesten. Der breitet sich weiter aus. Dort dann auch nur 18 Grad, 25 Grad schon im Süden. Da scheint längere Zeit die Sonne. Am Freitag über der Mitte und im Norden immer mal wieder nass. Im Süden noch sonnig und dort dann auch am wärmsten. Vielen Dank, Claudia. Und das war die Premiere der Tagesthemen in neuer Länge. Noch eine Erstaufführung gibt es nun mit dem Film 1000 Arten, den Regen zu beschreiben. Zum Nachtmagazin begrüßt Sie Julia Senn um 0:15 Uhr und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dann.